Ich wünsche Ihnen einen guten und schönen Tag, meine zauberhaften Seelen. Wissen Sie, dass Sie die besten Seelen auf diesem Planeten Erde sind? Ich weiß es. Und ich möchte, dass Sie es auch fühlen können. Wir sind alle sehr darüber besorgt, was wir unserer Familie zu Weihnachten oder Neujahr schenken sollen. Ich reise viel. Ich sehe viele verschiedene Traditionen. Ich sehe sogar die Tradition, dass viel Geld für Geschenke gerade zu Weihnachten ausgegeben wird. Natürlich nicht während des Coronavirus, doch davor sah ich, dass es einen Monat, sogar eine Woche vor Weihnachten, riesige Warteschlangen in den Läden gab. Die Leute kaufen buchstäblich alles auf. Ich bin eine Schamanin, deshalb überraschen mich solche Dinge. Zu meiner Verwunderung sah ich wiederum im Januar Warteschlangen, die sich bildeten, weil die Geschenke zurückgebracht wurden oder diese gegen andere eingetauscht wurden. Für mich ist es wenig erfreulich, weil ich die spirituelle Bedeutung von Geschenken kenne. Im Allgemeinen ist ein Geschenk, wenn wir einem Menschen zusammen mit der Sache, die wir verschenken, Wünsche und Energie für Ereignisse in seinem Leben übertragen. Ich denke, wenn wir uns daran erinnern würden, würden wir Geschenke anders wählen. Wenn das Geschenk diesem Menschen nicht gefällt, verlangsamen wir natürlich ein wenig die Entwicklung des Schicksals dieses Menschen. Und ein richtig gewähltes Geschenk verleiht ihm einen starken Impuls für seine Entfaltung, so dass alle seine Träume wahr werden. Großartig, oder? Dieses Weihnachten ist etwas Besonderes, denn gerade zu Weihnachten in dieser Zeit tritt in vollem Umfang in Kraft die Ära des Wassermanns, die Epoche der Spiritualität. Dieses neue Jahr ist also ganz anders. Dies ist der Beginn einer ganzen kosmischen Phase, die mehr als 2000 Erdjahre dauern wird. Tatsächlich wird das Geschenk, das Sie in diesem Jahr zu Weihnachten machen werden, einen Einfluss auf Ihren Lieben, auf seine Seele für 2000 Jahre haben. Stellen Sie sich das vor. Und jetzt ist es sehr fürchterlich, einem Menschen zu Weihnachten ein Telefon zu schenken, weil dies eine Internetverbindung ist, wo es mehr grobe, schmutzige als erhabene, helle, nützliche und unspirituelle Entwicklung bescherende Energie und Information geben wird. Es ist am besten, dieses Jahr nicht so viel Geld für Geschenke auszugeben. Es ist nicht nötig, all diese unnötigen Dinge zu kaufen, die dann der Beschenkte im Laden umtauschen gehen wird. Besser ist es, dass Sie ein rein magisches Geschenk auswählen. Das beste Geschenk für einen Menschen zu Weihnachten in diesem neuen Jahr wird ein Amulett sein. Natürlich, sofern er die Kraft des Amuletts versteht, die spirituelle Tradition versteht und dieses Amulett mit Respekt tragen wird. Ich verstehe, dass dies für die meisten Menschen immer noch nicht akzeptabel ist. Die Zeit wird kommen, dass Satya Yuga eintritt, wird bald die Zeit kommen, in der alle Schmuckstücke, die die Menschen tragen werden, nur Amulette, nur Geister sein werden. Ich weiß das. Wenn ein Geschenk wie ein Amulett für eine Person immer noch nicht akzeptabel ist, dann machen Sie es anders. Sie können ein kleines Amulett von Schamanen erhalten, auf der Webseite, über das Internet bestellen oder es bei einem Seminar kaufen. Sie können dieses kleine Geschenk, dieses kleine Amulett direkt auf das Foto Ihres geliebten Menschen legen. Das Amulett wird die ganze Zeit energetisch bei Ihren geliebten Verwandten sein, obwohl es physisch auf seinem Foto liegen wird. Großartig, oder? Wenn auch dies nicht möglich ist, wählen Sie bitte ein Geschenk für Ihren geliebten Menschen, das ihn entwickeln wird. Vielleicht hat Ihr geliebter Mensch ein Hobby oder den Wunsch, sich einen Traum zu erfüllen. Vielleicht gibt es ein Ziel und Sie haben davon gehört. Bitte überlegen Sie sich im Voraus, welcher Gegenstand, welcher Kauf, welches Geschenk dem Menschen wirklich einen Entwicklungsschub geben würde.
Und natürlich, das Höchste ist ein Schub für die spirituelle Entwicklung. Daher ist es dieses Jahr am nützlichsten, ein spirituelles Buch zu schenken. Ich kann Ihnen die Bücher meiner Partner empfehlen. Ich kann das Buch Nach dem Tod oder das Buch Sibirischer Schamanismus empfehlen. Oder es können die Bücher der alten Mystiker, Weisen sein. Zum Beispiel können es Bücher von Osho sein, wenn Sie schon mal von ihm gehört haben. Dies könnten Bücher über Spiritualität sein. Natürlich ist es wünschenswert, dass dies Bücher berühmter Lehrer sind. Und wenn auch dies nicht möglich ist, sollte es ein Gegenstand sein, mit dem Sie das Hobby oder den Traum Ihres geliebten Menschen unterstützen. Denken Sie daran, dass das Wichtigste nicht das eigentliche Geschenk ist. Das, worauf es ankommt, ist Ihr emotionaler, energetischer Zustand in dem Moment, wenn Sie das Geschenk schenken. Sie können Ihre Handflächen reiben, sich auf das Gefühl der Liebe konzentrieren. Nehmen Sie dann mit heißen Handflächen diesen Gegenstand, den Sie als Geschenk vorbereitet haben, und füllen Sie ihn mit Liebe aus Ihrem Herzen auf. Dafür können Sie gedanklich sagen: O schöne Seele des Ehemanns, Sohnes einer anderen Person, ich wünsche dir Entfaltung. Ich wünsche dir, glücklich zu sein, deinen Weg zu finden. Und im Zeitalter des Wassermanns einen eigenen spirituellen Weg zu finden, dein eigenes Herz zu öffnen. Ich wünsche dir im neuen Jahr viel Freude, Glück, Liebe, Wohlstand zu bekommen und natürlich deine Seele zu entwickeln. Danach präsentieren Sie dieses Geschenk demjenigen, für den es vorbestimmt war. Das ist unser altes Geheimnis. Es ist wichtig, dass jedes Geschenk unser Schicksal verändert. Wählen Sie daher jedes Geschenk sehr gründlich und mit Bedacht aus. Weihnachten ist schließlich einer der stärksten Feiertage des Jahres. Dies bedeutet, dass das Geschenk mit größter Sorgfalt ausgewählt werden muss. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an mich. Ich werde sie unbedingt beantworten. Machen Sie Ihren Raum des Wohlstands durch ein Ritual, das für Sie von einem Medium unserer Schule im Seminar in den Kraftorten angehalten wird, frei. Ein Amulett hilft Ihnen. Tragen Sie es während 21 Tage und die Geister des Amuletts helfen Ihnen in der Lösung aller Ihrer Probleme. Die Kraft kommt zu Ihnen in unserem Seminar. Nehmen Sie die Leute zu den Seminaren unserer Schule mit und Ihr Leben wird mit Glück, Wohlstand, Gesundheit und Liebe erfüllt.